Herzlich willkommen Einem zu neuen Podcast mit Pfarrer Deißler, 7 Minuten. Und Sie werden nicht glauben, wo ich heute sitze, nämlich in einem Blumenladen, in dem Blumenladen in Klimbach. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Hallo Herr Pfarrer, ich bin die Susanne Gimbel und habe den Blumenladen Floral Ambiente in Klimbach. Ich freue mich auf unser Gespräch und habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Und wie immer kenne ich die nicht. Ich habe keine Ahnung, was auf Ihrem Zettel steht. Ich habe null Informationen. Ich werde überrascht. Und genau das ist ja auch Sinn der Sache. Ich bin gespannt. Ich werde hier übrigens bewirtet. Ich habe eine Tasse Kaffee. Also wenn Sie es glucksen oder scheppern hören, das ist der Gastfreundschaft geschuldet. Also schießen Sie mal los. Ja, Herr Pfarrer. Eben in unserem Gespräch erwähnten Sie, dass Sie schon mal einen Beruf hatten, bevor Sie Pfarrer wurden. Das Was stimmt. War das? Das interessiert mich doch sehr. Ja, das hieß damals mathematisch-technischer Assistent. Das bedeutet ganz viel Mathematik, ein bisschen Betriebswirtschaft und damals ging es los mit Computerprogrammieren. Das waren so die drei Dinge, die man darunter verstand. Ich habe das parallel zum Abitur gemacht, weil Abitur alleine fand ich viel zu langweilig. Nein, das Doch. Ist ja. Ach, echt? Ja, meine Frau sagt dann immer Streber, ja, aber mir war es zu ich langweilig. Jetzt auch sagen. Was? Ach ja. Tja. Herr Pfarrer, ich bin mal den Dummspatz durchgegangen und stieß auf die Daphne, die erwähnte, dass sie im Kloster waren. Das stimmt. Ja, und wie kommt es dazu? Naja, also Klöster sind ja nicht gerade was Ungewöhnliches. Klöster gibt es, seit es das Christentum gibt. Ich glaube, jüdische Klöster gibt es so nicht. Aber auch andere Religionen haben Klöster, also Rückzugsorte, wo Leute gerne zusammenleben und eben auch was Geistliches in ihrem Mittelpunkt und Zusammenleben haben. Und manchmal brauchen Menschen eine Auszeit und einen Rückzugsort und ein ihr könnt mich alle mal Ort, so ähnlich wie eine Schildkröte, die Arme, Beine, Kopf und Schwanz einfach mal einzieht und dann mal ihre Ruhe hat. Und das ist fürs Überleben und für ein geistiges Gleichgewicht manchmal sehr, sehr hilfreich. Ja, das wäre ja für viele Menschen oft hilfreich, ne? Deswegen sind die ja auch oft ausgebucht. Okay. Ich habe, als ich im Vikariat zum ersten Mal dort war, gestaunt, wer da so alles zu Gast ist, was da so für Autos halten. Und das fällt ja dort nicht auf, weil man da ja eine einheitliche Kleidung trägt. Und dann habe ich gefragt, also wenn ich mal privat kommen möchte, wie lange im Voraus muss man denn bei euch so buchen? Die Regel ist 1 Jahr im Voraus. Das ist in den letzten Jahrzehnten nicht anders geworden. Es gibt immer mal Notfälle und so, aber wenn man etwas Reguläres sucht, ist es vernünftig, ein Jahr im Voraus zu planen. Also das muss ja etwas haben, dass es so attraktiv ist. Hm? Ja, und das erstaunt mich total, denn eigentlich ist ja eine Abkehr von der Kirche und diese Klöster sind so stark besucht, ne? Ja. Und ausgebucht. Ja. Das ist ja eigentlich im Gegensatz zu dem Trend, der jetzt stattfindet. Ich denke immer, die Medien haben so ihre eigene Wirklichkeit und die Erfahrung, die die Menschen machen, ist ja möglicherweise dann doch was anders. Das ist in der Rabenau ja auch schon so. Warum soll das anderswo anders sein? Ja, aber ich finde das echt spannend. Es ist auch. Es gibt, ja. Es gibt Klöster extra für Frauen. Ja. Die meisten sind heute aber gemischt. Echt? Also was die Besucher, angeht, ja. Okay. Ja. Und wie stelle ich mir so einen Tag vor im Kloster? Das ist geografisch oder örtlich natürlich total verschieden. Ich war in Niederalteich, das ist bei Passau. Und die haben ein sehr, sehr offenes Konzept. Also es gibt weder Klostermauern, die sie überwinden müssen, noch gibt es etwas, wo sie sagen, das müssen sie dann aber machen, sondern das liegt bei ihnen. Mhm. Es gibt Angebote, die so wie ein Tag strukturiert ist, oder ob sie etwas arbeiten oder helfen wollen oder nicht, oder ob sie etwas essen wollen oder nicht.
ob sie mit jemand reden wollen oder ob sie mal rausfinden wollen, wie ist es, meinen ganzen Tag nichts zu sagen, kein Wort. Fällt Ihnen das schwer oder ist das erholsam? Und? Mir fällt es nicht schwer, nein. Nein? Okay. Nein. Ich mache das ja nicht gerade oft, ich mache es auch nicht jedes Jahr, aber ich finde es erholsam. Schön. Stelle ich mir. Ich komme gut mit mir selbst klar. Das ist ja auch sowas wie diesen Jakobsweg gehen, ne? Ja, Sport wäre jetzt nicht so meins. Also tagelang unterwegs sein, da käme bei mir jetzt nicht so die gute Stimmung auf. Das finde ich aber auch sehr interessant. Ja, das machen andere Leute, ja. Ich kann mir Beten beim Gehen nicht so vorstellen, aber klar, jeder Mensch ist anders und muss da seinen Weg finden und auch einen Ort, an dem er sich wohlfühlt und beschützt und geborgen und ja, genau. Ja, jeder sucht Schutz und Halt und Geborgenheit, ne? Auch mit diesen Jakobswegen oder hier in Hessen ist es ja der Lutherweg, ne? Führt er nicht durch Hessen? Gell? Genau. Genau. Und das finde ich einfach erstaunlich, dass die Menschen das suchen, aber dennoch aus der Kirche austreten. Und das finde ich... Ja, es ist sowas, was gar nicht so bekannt ist, was in der Tagesschau oder im Heute-Journal wahrscheinlich nicht so erwähnt wird. Ja, zur Qualität unserer Medien sage ich mal besser nicht so viel. Okay. Sie denken, das ist von Medien hochgebauscht? Nachrichten sind meiner Ansicht nach mittlerweile ein Geschäft. Es geht wie bei fast allen einfach ums Geld. Deswegen sind Katastrophenmeldungen, werden, wenn Sie die als Mitarbeiter einreichen, einfach höher vergütet. Und deswegen, ja, das ist so. Ja, das ist schon auch in der Gießener Zeitung nicht anders. Ja, wenn Sie von einem Verkehrsunfall berichten und der hat mehrere Tote, dann kriegen Sie mehr Geld, weil man davon ausgeht, die Leute sind mehr betroffen und... Da ist der Artikel angeblich interessanter. Ich halte es für ein sehr fragwürdiges Konzept, wenn Berichterstattung und so, wie man die Welt wahrnimmt, von dem bestimmt wird, was am meisten Geld bringt. Ich halte das für schlechten Journalismus, auch wenn die Kollegen Journalisten oder Journalistinnen das möglicherweise nicht gern hören. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Unsere 7 Minuten sind schon um. Ach, wir machen jetzt mal einen kleinen Break. Kam es Ihnen so lang vor wie 7 Minuten? Nee. Nächsten Mittwoch dann wieder eine neue Folge. Wäre schön, Sie wären wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut.